Tipp Nummer 1, lasst am besten das Auto stehen. Guckt, dass ihr mit der Bahn oder zu Fuß hinkommt, denn das Parken kann alleine schon so um die 5 Euro kosten und dann ist schon ein Drittel von einem Tagesbudget weg. Das wäre schade, dann lieber was Leckeres essen. Okay. Tipp 2, holt euch euer Essen so ein bisschen am Rand von der Kirmes, zum Beispiel hier beim Obelix oder auch bei den anderen Buden hier, da kriegt ihr einen halben Meter Wurst für 4,50 Euro. Das heißt, da bleibt noch ganz schön viel Geld übrig und das könnt ihr noch brauchen, denn der Abend ist ja noch lang. Tipp Nummer 3, Leute, esst Obst. Ihr braucht es noch hier den ganzen Tag über den Krankenhaus Kirmesplatz zu gehen. Das ist anstrengend, ihr braucht die Vitamine und naja, so ein paar leckere Weintrauben mit Schokolade kosten zum Beispiel gerade mal 2,50 Euro und da ist immer noch genug Geld übrig. Tipp Nummer 4, kauft keine Zuckerwatte, kauft den ganzen Eimer Zuckerwatte, den gibt es hier für 4 Euro und da könnt ihr die ganze Woche von essen und ja, dann habt ihr immer noch 3 Euro übrig. Davon könnt ihr euch hier eine schöne Tüte gebrannte Mandeln kaufen und dann seid ihr den Tag sowas von pappsatt geworden mit 15 Euro.